Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Good Luck. Wir schauen uns an, mit welchem Modul wir weitermachen. Ich habe im letzten Video bereits gesagt, es wird sein Home Up. Da gehen wir jetzt rein. Einmal draufgeklickt und wir kriegen die Übersicht. Home Up ist bereits eingeschaltet. Wir haben jetzt hier eine Übersicht mit weiteren Unterpunkten. Aber die Oberpunkte sind Homescreen, Folder, Backup and Restore, Share Manager und Task Changer. Ihr erinnert euch bereits an diesen Oberpunkt, das haben wir schon abgehandelt, ne? Wo wir hier diese Ansicht hier anpassen konnten, ändern konnten, wie wir es wollen, diese Ansicht. Deswegen werden wir diesen Unterpunkt heute nicht behandeln, sondern nur die oberen vier. Wir steigen ein, Homescreen. Und bevor wir da einsteigen, seht ihr bereits Homescreen, Folder, Backup and Restore, Share Manager. Es geht so in Richtung Nova Launcher oder jetzt anderen Launchern. Das versucht Samsung hier mit HomeUp zu realisieren. Also wir sehen es, im Oberpunkt Homescreen können wir verändern die Grid Sizes. Das heißt der Homescreen Grid 5x6, 5x5 und Favorites Max Count ist der untere Bereich, also unser Dock quasi. Jetzt haben wir hier 5 Apps. Und wenn ich versuchen würde, hier eine reinzulegen, seht ihr, geht nicht, sondern ich könnte nur einen Ordner erstellen. Deswegen könnten wir jetzt hingehen und sagen, okay, ich will da unten im Dock 7 Apps haben. Und siehe da, zack, 6 und 7. Und ihr seht bereits die Punkte, wenn ich das mal festhalte, hier, diese einzelnen Punkte, zeigen mir an, wo ich überall dann eine App ablegen kann. Jetzt hier beispielsweise dazwischen. Ne? Da, so. Mehr ist das nicht. Wir haben diese Einstellmöglichkeit aber auch im, ich sag mal, im Samsung bzw. im One UI Launcher. Wenn wir hier in die Einstellung gehen, können wir auch bestimmen, wie das Gitter sein soll. Startbildschirmgitter, App-Bildschirmgitter und Ordnerraster. Dazu kommen wir auch gleich. Aber was hier fehlt, ist das Gitter bzw. die Anzahl für Stock. Das kommt durch das Modul HomeUp. Ja? Dann können wir weiter runtergehen und bestimmen, wann Schluss ist bzw. wann eben nicht Schluss ist. Hier, ich habe nur zwei Seiten gesetzt. Können wir auch daran erkennen, wenn ich das mal hier länger gedrückt halte. Ja? Hier ist Schluss. Ich könnte jetzt noch eine dritte hinzufügen. Aber hier ist an dieser Stelle Schluss und auf der linken Seite mit Samsung Free. Und wenn wir jetzt diese Option hier aktivieren, Loop Pages, dann können wir durchswipen oder auch nicht. Das hat nicht funktioniert. Müsste aber. Gut, wir haben jetzt hier aber auch noch eine Einstellmöglichkeit. Wir können hier draufklicken. Ihr seht es an diesem senkrechten Balken. Loop Pages. Gut, das ist nur eine Erklärung. You can move from first or last page to last or first page. Dann weiß ich nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Vielleicht liegt es an Samsung Free. Die deaktivieren das kurz. Das könnte vielleicht behinderlich sein. Ja, genau. Seht ihr? Jetzt können wir da durchswipen, durchloopen, wie wir wollen. Ne? Um vielleicht Aggression abzubauen oder warum auch immer. Zeitvertreib. Ihr seht, das Hindernis war wirklich tatsächlich Samsung Free. Das behindert das Durchloopen auf der linken Seite. Hier ist dann Schluss in dem Moment. Weiter geht es einfach nicht. Und auf der rechten Seite dann auch nicht. Das heißt, wenn ihr durchloopen wollt, ihr wisst Bescheid, einmal Samsung Free ausschalten. Und dann geht die Post ab. So, weiter geht's. Background Blur Control. Control the blur applied when entering apps. Wir geben uns eine Erklärung. Bei 0% ist es hier komplett sichtbar, das Hintergrundbild. Bei 100% ja, komplett milchig, sage ich mal. Das heißt, bei dieser Einstellung dürfte man das Hintergrundbild fast nicht sehen. Ist es auch aktiviert? Wir gucken mal. Nein, müssen wir es aktivieren. Jetzt ist es aktiviert. Und wenn wir jetzt in die App-Übersicht gehen, seht ihr es, wie undurchsichtig, wie nicht transparent das Ganze ist.
So sieht sie aus, das Hintergrundbild. Und jetzt, wenn wir das hier die App-Übersicht aufrufen, dann sehen wir vom Hintergrundbild eigentlich nichts Detailliertes mehr. So, und wenn wir das jetzt mal auf 0 setzen, so jetzt sind wir bei 0, das ist aktiviert. Na? Wo ist die App hängen geblieben, abgestürzt? Ja, ich glaube, die App ist abgestürzt. So, aktiviert und auf 0 gesetzt. Jetzt probieren wir es nochmal. Ja, ihr seht es. Ja, es bleibt gleich. Ja, ist nur eine gute Option. Weil der Samsung eigene One UI Launcher, der bietet das Ganze nicht. Und natürlich kann man zwischen 0 und 100% das ja, ganz fein einstellen, wie man will. Weiter geht's mit Hide App Icon Label. Ach, das ist simpel erklärt. Wenn man es einmal einklickt, sind die App-Namen verschwunden. Das kann bei einigen Icon Packs und einigen verschiedenen Grid Sizes richtig cool aussehen, wenn da keine App-Namen stören. Das sieht dann einfach sauber aus. So, dann kommen wir zum Unterpunkt Folder, also den Ordnern. Und hier haben wir nur drei bzw. zwei Einstellmöglichkeiten: Pop-up Folder, Folders, Open Up und Pop-up Style. Okay, wir gucken uns, bevor wir das jetzt mal aktivieren, einen normalen Ordnerstil an. So sieht das Ganze aus. Und ihr seht, unser Hintergrundbild scheint immer noch komplett durch. Gehen wir mal in die Erklärung. Oh, beziehungsweise wir kriegen hier eine Vorschau. Phone Color, das heißt Schriftfarbe, White oder Black. Ihr seht, es verschwindet fast. Background Color können wir auch einstellen. Oh ja, haben wir wirklich eine große Auswahl. Background Transparency. Ihr seht, überhaupt nicht durchlässig, durchsichtig und jetzt komplett. Immer was dazwischen. Und sogar die Ecken. Wow, das heißt diese Ecken hier. Komplett rund oder aber ziemlich eckig und kantig, wie das Note 20 Ultra auch. Ja, dabei lassen wir es mal, harte Ecken. Gut, und wenn wir das jetzt aktivieren, falsch geklickt, oh, falsch geklickt. Immer, was ist denn da los? So, jetzt Pop-up Folder. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Voila. Ne? Da geht das Ganze nicht auf, ja, ich sag mal, bis in diesen Bereich wie vorher, sondern in einem Pop-up-Style. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Verschieben kann man das Ganze nicht. Und jetzt zeige ich euch nochmal. Und ihr habt es bereits gesehen, wenn wir diese obere Option einschalten, dann verschwindet diese Option, diese Auswahlmöglichkeit, dann graut das Ganze aus und wir können hier nichts mehr einstellen. Jetzt machen wir das Ganze mal rückgängig. Was ist denn los? Gucken wir uns so mal den Originalzustand an. So ist es von Werk aus. Gut. Folder Title Suggestion. Aha. Suggest the best folder title using machine learning. Okay. Foldername. Ach so. Gut, probieren wir mal ein. Jetzt gucken wir mal, was uns für den Ordnernamen vorgeschlagen wird. Ich habe hier ganz simpel Spiele. Habe ich den benannt? Na. Jetzt klicken wir da drauf. Jetzt kriegen wir hier Vorschläge durch Machine Learning. Games, Recreation, Automobile. Joa, ich weiß nicht, wie Machine Learning da drauf kommt. Transport und Navigation. Passt nicht zu.
Aber ich habe diese Option ja gerade erst eingeschaltet, sodass die, ja, sodass das Machine Learning jetzt nicht so viel Zeit hatte, da passende Vorschläge zu erstellen. Games würde passen. Okay, das war die letzte Option. Zu dem Oberpunkt Folder. Jetzt kommen wir zum Oberpunkt Backup and Restore. Ich meine, das spricht eigentlich für sich. Da kann man, wenn man hier jetzt Einstellungen, perfekte Einstellungen vorgenommen hat, diese Einstellung einfach nur sichern und bei einem Backs Reset oder bei einem Neugerät beispielsweise diese Einstellung aus diesem Backup wiederherstellen. Mehr ist das nicht. Und wir können hier auch, ne, zulassen, dass OneUI-Startbildschirm auf deine Kontakte zugreift. Warum auch immer, okay. Jetzt verlangt diese App quasi hier Zugriffe. Können wir aber getrost zulassen, weil es ist eine Samsung-eigene App. Von daher braucht ihr da keine Angst zu haben. Okay, wenn wir das aktiviert haben, kriegen wir hier eine Einstellmöglichkeit, wie oft denn ein Backup erstellt werden soll. Ja, das ist einfach Frequency. Und da kann man jetzt sagen, stündlich, das ist ja übertrieben. Und auch täglich. Also stündlich oder täglich. Ich würde es beim täglichen belassen. Reicht ja absolut. Man will ja auch den Akku schonen, oder? Gut, und ich glaube, hier haben wir eine maximale Backup-Zahl von 20. Mehr ist da nicht erlaubt. Das deaktivieren wir jetzt aber, denn ich habe nichts zum Sichern. Gut, wir kommen zum eigentlich vorletzten, aber dadurch, dass wir das behandelt haben, kommen wir jetzt zum letzten Oberpunkt, Share Manager. Select and Bookmark Sharing Applications. Cool, wir haben hier wieder eine Vorschau, sodass wir live mitsehen können, was für Änderungen vorgenommen werden. Beispielsweise Sharing Data Detail. Passt auf, ihr seht, wie der obere Teil hier verschwindet. Jetzt stellt ihr quasi ein, was alles in dem Share-Menü gezeigt werden soll. So, Nearby Share, das ist ja quasi das Pendant zu Apples AirDrop. Richtig coole Funktion übrigens. Damit kann man sehr gut Fotos und Videos rasend schnell verschicken zwischen Android-Geräten. Also ich weiß nicht, warum man das hier ausblenden sollte. Ich würde das immer an oberster Stelle haben wollen. Dann können wir, ihr seht es bereits, mit der obersten Funktion hier Select Share Applications. Das heißt, da können wir jetzt Apps reinsetzen. Am besten wären natürlich die Apps, die man oft und häufig benutzt. Wie jetzt, ja, wenn man was teilen will mit Twitter, da seht ihr es bereits, Tweet, Direktnachricht oder Feed oder eben alles. Add. Jetzt haben wir hier quasi alles reingepackt. Und so würde das Ganze aussehen. Einmal Google Drive und dann die drei Möglichkeiten von Twitter. Jetzt könnte man dann auch WhatsApp reinsetzen oder Instagram, je nachdem. Ihr habt es verstanden, worum es geht. Hier einfach die App aussuchen. So, dann haben wir Show Direct Share. Und wenn wir da draufklicken, seht ihr, dass das hier aufpoppt. Ich zeige es nochmal. Gehen hier drauf, jetzt passt auf. Zack, einmal kurz aufgeleuchtet. Könnten wir jetzt deaktivieren. Und dann ist da was verschwunden, ihr habt es gesehen. Das machen wir jetzt wieder rückgängig, passt auf. Aktivieren und einen Schritt zurück. Zack, da erscheint dieser Bereich und das sind die Kontakte. Jetzt können wir da auch mal welche reinlegen. Oder auch nicht. Doch hier, da ist es doch. Add Favorite Direct Share. So. Jetzt könnte ich hingehen und sagen, Samsung Deutschland wird hier oben dargestellt und Sony Deutschland. Wenn wir jetzt zurückgehen, seht ihr, das habe ich da Favoriten reingesetzt und hat jetzt noch zwei frei. Und mehr ist da nicht an Einstellmöglichkeiten. Das war's von diesem Video mit dem Modul Home Up. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und im nächsten Video geht es weiter mit Notistar.
Dann sind wir auch eigentlich schon durch mit dem Bereich Unit und könnten rüberwechseln zum Bereich Family. Aber da sind wir noch ein Stückchen entfernt. Also, wie gesagt, bleibt gesund, macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.